Es ist mal wieder ein ganz besonderer Tag für die Stadt Künzelsau. Ehrenbürger Alexander Gerst ist auf dem Weg zur Raumstation ISS. Wie der Live-Call zur ISS vor 4 Jahren, findet dieses Startevent auch wieder mitten in Künzelsau in der Hauptstraße vor dem alten Rathaus statt. Dort hatten sich ab 11 Uhr vor allem Schüler vor der Bühne versammelt, um das Rahmenprogramm mitzuverfolgen, zum Beispiel die Physikantenshow. Das ist unsere Atmosphäre. Künzelsau ist neben Berlin und Oberpfaffenhofen der einzige Ort deutschlandweit, in dem der Start live offiziell übertragen wurde. Veranstalter sind das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die Europäische Weltraumagentur, der Hohenlohe-Kreis und natürlich die Stadt Künzelsau. Um 13.12 Uhr startete Alexander Gerst dann vom Weltraumbahnhof Baikonur und viele, viele Menschen jubelten ihm begeistert zu. Bis 15 Uhr dauerte das Programm bei strahlendem Sonnenschein und heißen Temperaturen, genauso wie in Baikonur. Alexander Gerst wird 6 Monate lang im All bleiben, in der zweiten Hälfte als Kommandant der Mission Horizons. Das hat vor ihm bisher kein Deutscher geschafft. Am 8.6. um 15.07 Uhr soll Alexander Gerst an die ISS andocken. Dann beginnen in 400 Kilometer Höhe rund 65 Experimente, unter denen 48 unter deutscher Beteiligung laufen.